Also im Vergleich zu letztem Jahr ist es gerade ein Traum. Also es läuft gerade alles echt flüssig. Ja. Bisher gut durchgekommen. Also ist deutlich entspannter als letztes Jahr. Finn und Justus sind mit Familie und Bekannten schon gestern in einem Konvoi angereist. Mit 10 Hello. Fahrzeugen aus Osnabrück und Mainz. Super. Ja, ausgezeichnet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dankeschön. Wir gehören alle dazu. Links. Warte mal. Wir sind da. Unrealistisch, aber ich find's geil. So ist es. Gleich erst mal sacken lassen. Ihr Konvoi folgte der Route mit dem Schlüsselsymbol. Das hat ihnen das neue Ticketsystem so vorgegeben. Auch diese Gruppe aus Bochum und dem Raum Köln hat es geschafft. Sie waren schon Samstagnachmittag losgefahren, hatten zwischendurch übernachtet. Auch dem Schlüsselsymbol gefolgt, was ja auch auf dem Plan stand, und sind eigentlich irgendwo gelandet, wo wir eigentlich nicht landen sollten. Das fing schon an der Autobahn an, da hat schon irgendein Idiot das Schlüsselsymbol scheinbar abgerissen. Wenn Schilder abhanden kommen, das ist immer mal wieder so, dass das ein Souvenir ist, dann müssen wir nachschildern und das tun wir auch die ganze Zeit. Im letzten Jahr sah die Anreise noch ganz anders aus. Fans standen im Dauerregen stundenlang im Stau, die Campingplätze total verschlammt, Tausende mussten wieder umkehren. Ich denke mal, es kann nur positiv laufen im Gegensatz zu den Vorjahren, weil es einfach ein bisschen geordneter dadurch ist. Bis zu 30.000 Besucher sollen heute ankommen. Und ab Mittwoch steht dann der Heavy Metal im Vordergrund. Und Lisa Knittel ist mitten auf dem Weg drin zum Festivalgelände. Lisa, erklär uns doch mal, wie funktioniert dieses System ganz genau? Also erstmal, auch heute ist es so, wie Sie sehen, sehen Sie nichts bis kaum Autos, die hinter mir abbiegen. Das System funktioniert. Da, wo wir letztes Jahr vor Blechlawinen standen, funktioniert der Anreiseverkehr reibungslos. Das liegt gleich an zwei Dingen. Erstmal gab es ja einen zusätzlichen Anreisetag mit gestern. Und jeder, der mit dem Pkw anreisen möchte aufs Gelände, musste im Vorhinein einen sogenannten Access Pass buchen. Wir haben im Beitrag eben gesehen, es gibt das Schlüsselsymbol. Es gibt aber auch noch zwei weitere Symbole, die die Besucher führen. Das ist unter anderem noch der Hexenhut. Und deswegen biegen nämlich einige Autos hinter mir ab. Das Zauberbuch, nach dem sich alle Festivalbesucher orientieren, die hier hinter mir auf dem Weg zum Campinggelände sind. Und diese Symbole, die geben drei unterschiedliche Anreiserouten vor. Und zwar weiträumig wird Wacken auf drei unterschiedlichen Routen nun angefahren. Und das führt dazu, zum ersten Mal, seitdem ich auf Wacken bin, also in den vergangenen 8 Jahren, dass es wirklich gar keinen Anreisestau auf Wacken gibt. 28.000 Festivalbesucher haben es Stand jetzt laut Veranstalter sogar schon aufs Festivalgelände, also auf das Campinggelände geschafft. Und bis zu 30.000 Pkw werden bis heute Abend laut Polizei erwartet. Das hört sich ja schon mal richtig gut an, zumindest mit der Anreise. Wie ist denn die Stimmung aktuell? Was kannst du erzählen? Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der auf dem Campingplatzgelände heute den Aufbau ein bisschen verfolgt hat. Und die Wacken-Fans, ja, die könnten glücklicher gar nicht sein. Denn Wacken-Stimmung entscheidet sich ja an zwei Dingen. War die Anreise gut? Und wie wir sehen, sie ist gut. Deswegen ist es hier so leer auf der Hauptanreisestrecke. Und zweitens, ist das Wetter gut? Und die Prognose, die sieht wirklich blendend aus für die nächsten Tage, für das Festivalprogramm, das offiziell mit den Wacken-Firefighters am Mittwoch dann startet. Danke, Lisa Knittel, für diese Informationen rund ums Wacken-Festival.